Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Kingdom Hearts 3 auf der Isla de los Mastiles. Das wird nicht gut ausgesprochen gewesen sein, der Name, aber auf dieser Insel werden wir mal wieder angekommen. Schockierend, ich weiß. Wann ist das schon mal jemals passiert, als wir auf einer Insel ankamen? Na, aber nein, darum geht's gar nicht. Auf dieser Insel werden wir auch wieder Glückssymbole finden und deutlich mehr Schatztruhen mal wieder. Plus Krabben. Da hinten ist er. Ich muss schon sagen, wo ist er hin? So. Können wir dann weitermachen? Ja, das können wir. Also, sage ich jetzt mal so. Anyway, das war... mal wieder ein Gegner. Ja, hier sind mehr Gegner. Und ich habe mich natürlich geheilt, also habe ich jetzt nicht mal mehr Heilung. Zauber. Weniger Heilung. Meine Heilung habe ich immer, aber... spätestens seit wir angefangen haben zu sagen, wir brauchen definitiv Potions für dieses Spiel. Auf Critical Mode haben wir ja auch das eingeführt. Das war der falsche Knopf. Ja, eigentlich war es der richtige Knopf. Es war nur... war noch nicht gut gezielt. So. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist... wir haben noch eine Menge Schätze zu suchen. Und Taler zu finden, wenn man jetzt wirklich sich da hinsetzen will und das machen wollen würde. Man könnte. Ja, Goofy, wenn wir hier fertig sind, dann werde ich sehr wahrscheinlich auch wieder den kleinen Chef besuchen müssen. Den kleinen Koch. So, und schon haben wir die Karte der Isla de la Mastiles. Krabben hier, ich bleibe auf dem Schiff. Und tatsächlich mal gucken, wie das hier war. Also wie ich da hochkam, wohl bemerkt. Und das kriegen wir hin. Allerdings ist das hier schneller, um sich durch die Gegend zu... naja. Bewegen. Ganz einfach. Könnten hier Items sein oder sind es so wieder Krabben? Das sind natürlich nur wieder Krabben. Die mit ihren Krabben. Würden wir bestimmt, aber darum geht's gerade nicht, mein Freund. Darum geht's gerade nicht. Konnte ich da hochrennen? Ja, das war das. Gut. Also logischerweise zum einen hier, um das Ding da kaputt zu machen. Da einmal hoch. Das ist eine gute Sache. Bekommen wir eine Silberhalskette. Eine Reihe von Statusverbesserungen kriegen wir davon. Yay. Keine Ahnung. Ist es yay? Ist es hui oder fui sozusagen? Bisschen bessere Magie. Aber... naja. Ist halt im Zusammenhang ist es irgendwie uninteressant, aber es ist ein bisschen bessere Magie. Als sonst. This island would vex even best sailors. Over here! I found some! Wir reden wieder über Krabben, oder Goofy? Oder reden wir über Herzlose? Das mit den Herzlosen habe ich mitgekriegt. Man darf ja wohl noch mal fragen, ne? Man muss fragen, eigentlich. Na, hier in dieser Welt kann es heißen, hey, ich habe ein Glückssymbol gefunden. Hey, ich habe Zutaten gefunden. Oder, hey, hier gibt es Krabben. Es kann alles Mögliche hier sein. Wenn man denn so will.
So. Die Gegner erledigt und weitere drei Schatztruhen sind unser. Mit mehr Damast, Adamant und einem Gummiröschen. Okay. Na, vor allen Dingen ist es interessant, wie viele... Ich habe nicht mitgezählt, aber es müssten ja 4, 5, 6 Truhen sein, die einzig und alleine Schatztruhen beinhalten. Karten beinhalten. Und ich sehe gerade, ich habe beim letzten Mal gelogen, auf dieser Insel müsste irgendwo auch noch ein Glückssymbol sein. Naja, das und Krabben. Es sind immer Krabben da. Wir nur mal gucken, wo haben wir es wieder? Wo haben wir das sagenumwobene Glückssymbol, was ich wieder nicht sehe? Gute Frage. Let's see. Sagt doch mal einer was von euch. Ne? Auch hier wieder, das könnte es sogar sein. Und ist es sogar. Nein. Ich fotografiere alles, nur dich nicht. Okay, ganz so böse muss ich ja nicht sein, aber nein, Donald, das war... Ich habe den König fotografiert, wie er immer sagt. So, und jetzt zu der Insel, dann dahin, dahin, dahin und wir sind fertig. Also, im besten Fall. Keine Sorge, ich habe das Schiff schon 5000 Mal auf dem Boden aufkommen lassen. In meinem normalen Spieldurchgang, also. Keine Sorge, Jack. Da wird schon nichts passieren, denke ich. So sieht's aus. Um auf diese Insel zu kommen, oder an die Schatztruhen davon zumindest, müssen wir schwimmen. Außerdem gibt es ganz viele Zutaten wieder im Meer. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, was. Wahrscheinlich wieder mehr Bärsche und sowas. Und haufenweise Krabben. Wobei ich halt nicht primär für die Krabben hier, wenn ihr wisst es ja. Wenn ihr allerdings halt die Schiffsschlacht schlagen wollt, dann ist es eine gute Idee. Außerdem an dieser Stelle auch nochmal zu erwähnen, vielleicht ganz nett, wenn ihr alle 10 Level geschafft habt, könnt ihr auch auf die Black Pearl wechseln, falls ihr das ikonische Schiff haben wollt. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob die dasselbe Konto oder nicht. Das ist mir halt nur leider per se vollkommen egal, weil wir uns hier nicht prügeln müssen. So, aber was wir eigentlich hier haben wollen, der Tag am Meer. Okay. So viel zu einem entspannten Tag am Meer, wa? Plötzlich haben wir hier Sahagins und sowas. Naja, warum nicht? Ist ja mal wieder was anderes. Da leben echt viele von denen, meine Herren. Haben wir alle? Ich glaube, wir haben alle. Okay. Das war die Insel. Gibt tatsächlich nicht viel mehr darüber zu sagen. Das war diese Insel. Ah, mehr Luna-Tropfen. Das ist immer gut. Obwohl ich glaube, die konnte ich mittlerweile auch kaufen, aber der Punkt bleibt bestehen. Im Großen und Ganzen ist eine gute Sache.
Einmal wieder an Bord hüpfen. Prepare to set sail. Einmal das komplette Schiff drehen. Und wie gesagt, hier ist die nächste Insel, auf die wir wollen. Und auch da werden wir dann ein neues Gipsymbol finden. Mit das praktisch da am Leveln durch die Schiffsschlachten ist übrigens auch der Punkt, dass solange man die ganz normalen macht, es gibt auch, glaube ich, wenn man weiter rausfährt, richtig schwieriger, dass ich hier super einfach Erfahrungspunkte kriege und mein Schiff nach der Schlacht einfach wieder aufgeheilt ist. Do you think Will and Elizabeth will be okay? They'll weather it. They're made of sturdy stuff, those two. Yeah, you should have seen them fight aboard the Dutchman. What was your son? I was attending to another matter. So. Fancy that. This ship's nearly as quick as the Pearl. Das jetzt schon reicht, aber man kann es halt sehen, was ich da ansteuere oder versuche anzusteuern. Dass da ein Glückssymbol zu finden ist. Let's see. Das reicht noch nicht. Ist ein bisschen pingelig mit dem Schiff, wo man parken muss, sag ich mal, aber wenn's so das ist halt, ne? Prepare to set sail. Bitte auf der Reling stehen bleiben, danke. Perfekt. So. Naja, jetzt muss ich halt ein Stückchen wieder durch die Gegend hier Wind sprinten, in der Hoffnung, da drauf zu landen hier. Und wir haben wieder Gegner. Schockierend, ich weiß. Vor allen Dingen direkt die nervige Variante, weil sie halt die halbe Zeit im Boden stecken bleiben wollen. Und, da haben wir sogar so einen großen. Zwei solche großen, meine Herren. Aber viele Schätze, also, naja, was soll man machen? Oh mein Gott, sind das viele von denen, das... Oh, meine Herren. Das ist nur so ein ganz kleines bisschen nervig, weil die Menge ist jetzt gerade tatsächlich, ein bisschen sehr anstrengend. Wenn man das so sagen darf. Ja, perfekt. Dass ich einfach in die Reihen drehen und da stehen bleiben. Warum nicht? Obwohl das tatsächlich auch noch schafft, mir dabei Schaden zuzufügen. Ist mit die schwierigste Insel, die wir besuchen können mit den Viechern hier. Der hat auch keine Lust mehr und macht schon wieder den Segler da. Oh mein Gott. Nur so ein ganz kleines bisschen nervig. Nee, nee, nee. Au. Au. Also die Insel alleine kostet mich alle meine vier immer mitgebrachten Potions, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja tatsächlich schon eher ungewohnt, dass ich so viel verbrauchen muss, aber meine Herren. Weil allein die ja in der normalen Form schon nerven. Also in dieser Sandform, in die sie ja sehr gerne sich verziehen. Einfach mal erstmal unkaputtbar sind, die Stacheln machen so unkaputtbar, sind mit die stärksten neuen Gegner, die es gibt, in Kingdom Hearts 3. Aber hey, wir leben noch. Also, ne.
Aua. Gut. Mag ich wirklich überhaupt nicht. Akrysios haben wir noch hier gefunden. Ein Folgerreif. Faktor Triertropfen ist auch mal gut. Und natürlich mehr Krabben. Man darf niemals die Krabben vergessen. All diese Krabben, die wir hier finden. Ich glaube, wir haben alle. Ich habe nicht mitgezählt, es müssten 5 sein. Eins, zwei, drei. 4. Back off! Ich habe jetzt gerade 4 gezählt. 4 ist nicht gut. 4 ist nicht richtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, wir haben alle. Und ja, wie man sieht, halt viele Krabben, wenn man will, aber... Bei mir ist jetzt gerade nur wieder dieses... Ja, da steht 30. 30 müsste ich hier locker zusammenkriegen, aber... Brauche ich das? Naja, wer weiß. Stufe 7. Wunderbar. Jetzt brauchen wir schon 300 Krabben. Oh, und nee, das Glückssymbol habe ich geholt. Das passt. Das passt. Ich wollte schon gerade sagen, und ein Glückssymbol ist da auch. Das scrollt man einfach einmal weiter und rennt auf einmal fast auf der Wand rum. Faszinierend, was man so machen kann hier. So, da drüben ist die nächste Insel. Und damit die vorletzte Insel. Da wollen wir nur hin, weil da ein Glückssymbol ist, tatsächlich. Aber ich glaube, die Insel hieß auch irgendwie Insel des Glücks oder so. Also, naja, passt. Das ist zumindest... Hey, nur 228 Erfahrungspunkte, was ist los? Was soll das denn? Jetzt muss ich einmal wieder das ganze Schiff drehen. Trade it's on a need-to-know basis. Guess that means we should just follow your example. I quite like the sound of that. So. Das war nicht wirklich das, was ich machen wollte, aber ist egal. Es ist schön, dass er das kann. Weil ich jetzt gerade nur auf X-Hämmern brauche und ich gewinne. So nach dem Motto. Ich hoffe, wir haben zumindest einen umgebracht, aber ich glaube schon. Nee, doch nicht. Soweit ich das beurteilen kann, habe ich nicht einen damit umgebracht. Also dem einen gerade. Das hier vielleicht gleich, wer weiß. Obwohl sie halt relativ hoch hängen, diese netten Jungs. Hey, ich habe einen damit getötet. Juhu. Ich glaube, jedes Mal, wenn er Schaden nimmt, dann liegt das daran, dass er mich angreift. Naja. Naja, ihr könnt daran schon sehen, worauf das hinausläuft. So, einmal bitte höher.
Und ein weiteres Glückssymbol. Und damit die letzte Insel, die wir ansteuern müssen. Wenn wir die haben, haben wir hoffentlich alles richtig gemacht und ich kann die Welt beenden. Das wäre nach drei Parts echt cool. Oh, ich glaube, ich habe ein legendäres Schiff gefunden. Keine Ahnung, ob wir gewinnen können oder ob ich jetzt drauf gehe. Drauf gehen wir irgendwie. Also muss ich nicht unbedingt haben, aber na, wer weiß das schon so genau. Wilde Kanonen, jawohl. Ich bin gegen eine Insel gefahren, falls sich einer fragt, was das gerade war. Und das war das. War schon anstrengender, ne? Das waren 8 Punkte oder so. Ich will das Schiff nicht entern. Könnte ich zwar, aber nein, danke. Damit sind wir auf der Isla der Vermdamente. Irgendwie so ähnlich. Und irgendwo hier müsste sogar schon unter Wasser mal ein, ich meine, gut, wir hatten schon 3, 4 unter Wasser. Aber irgendwo hier unten müsste auch noch ein Glückssymbol sein. Plus mehr Miesmuscheln. Also wenn ich eins hinterher habe, dann ist es genügend Muscheln. Denke ich mal. Ich bin, glaube ich, zu weit geschwommen. Eigentlich muss es mehr so hier sein. Glaube ich. Ich sehe es allerdings auch nicht. Da vielleicht? Ups. Stör dich nicht dran, Jack. Ich mach das noch 4, 5, 18 Mal. Na, kümmern wir uns erst um die großen Sachen und dann um die kleinen Sachen. Vielleicht ist es auch tatsächlich besser so rum. Monkey Business. Aber ja, es ist eine Insel der Affen. Das ist... ist tatsächlich so. Glücklicherweise, wenn man bedenkt, dass hier viele Kämpfe sind, ist hier auch ein Speicherpunkt, den man meiner Meinung nach relativ schlecht sieht, aber er ist halt da. Also zumindest aus dem einen Blickwinkel konnte man ihn jetzt relativ schlecht sehen, aber der Punkt ist halt, er ist da und das ist gut so. Und ansonsten, die Affen sterben durch einen einzigen Blitzzauber, also... keine Ahnung, ob man es so machen soll, aber es funktioniert so. Also, Mickey, der Schiffbrüchige. Wunderbar. Habe ich doch schon. Ich auch nicht, Jack. Ich auch nicht. Gut, dass ich mich mit Jack so gut verstehe, was das angeht zumindest. Aff. Nee, nee, nee. Bisschen komisch vielleicht, aber es funktioniert. Nee, nix.
Ich sehe nicht so viel, wie ich sehen würde, wollen würde. Das wäre vielleicht eher angequat gesagt zu haben. Den noch erledigen. Und die hängen an der Wand ab, wo ich hoch will, weil da oben die Schatztruhe ist, die ich will. Wunderbar. Mehr Elektrums. Keine Ahnung. Elektrumse? Alles so doof. Ich meine, ich klinge immer doof, aber. Naja. Der hat überlebt, weil er sehr hoch kommt, kam dieser Affe. Naja. Aber da hat er die Lektion nicht gelernt, die seine anderen Brüder lernen mussten. Nämlich, dass Sora irgendwie überall hochkommt, weil er wahrscheinlich zu 90% selber ein Affe ist. Ja, weiße Krabben, wo auch immer ich die jetzt schon wieder her habe. Und haufenweise Techniken hier. Uiuiui. Die ich alle, glaube ich, nicht mehr gewinnbringend nutzen kann, aber naja, was soll's. Ja, wollte schon sagen, da müsste eigentlich eine Schatztruhe sein. Wie man gesehen hat, es war Orichalcum. Ah. Kein Wunder, dass ich das unter Wasser nicht gesehen habe. So. Und damit haben wir die Karibik vervollständigt. Müsste zumindest. 202 Schätze, jawohl. Ah, ist das schön. Aber ich meine, wenn man sich das einfach anguckt, es ist eine dieser richtig schönen Welten. Umso trauriger, dass wir demnächst zu einer Welt kommen, die ich wirklich, wirklich mögen wollte. Aber sie war nicht gut. Es macht mich traurig, das sagen zu müssen, aber sie war nicht gut. Sie ist auch relativ kurz. Sie ist halt sehr, sehr... Im Prinzip einfach nur sehr viele Kämpfe und das war's dann. Ich weiß auch nicht. Wir gehen jetzt allerdings einfach nur eben nochmal schnell nach Twilight Town, gucken uns an, ob wir viele Rezepte haben, die wir herstellen können. Und machen sie natürlich. Und das wär's dann auch soweit. Zumindest für heute. Und das Gute ist natürlich, in der nächsten Welt gibt es dann den letzten Pudding und damit hätten wir dann das auch fertig. Wir nähern uns witzigerweise in meinen beiden LPs, Mother 3 und Kingdom Hearts 3, relativ, also mit relativ großen Schritten dem Ende tatsächlich, interessanterweise. Naja. Wir haben Zutaten mitgebracht, kleiner Ratte. Ich meine, er war eine Ratte. Er war eine Maus. Hm. Prinzipiell war er jedenfalls etwas, was eigentlich keine Küche betreten sollte. Okay, das kann ich. Boah, bin ich gut. Meisterkoch. Meisterkoch. Jakobsmuschelpuelle. Yeah. Wie viele Eier muss ich noch knacken in diesem... zwei. Was braucht er denn hier noch? Irgendwas, was wir noch nicht hatten. Okay. Gut, das können wir wenigstens öfter mal machen. Dafür brauche ich Wassermelone.
Na. Also dafür, dass er 3 oder 4 Mal meinen rechten Stick nicht gezählt hat, ist das sehr, sehr großzügig. Gazpacho! Eine leckere Gazpacho. Da fehlt auch noch was. Ich gucke immer nur, ob etwas fehlt oder ob ich die Zutat gar nicht kenne. Aber wenn etwas fehlt, dann kann es ja sein, dass ich es nochmal holen muss. Wenn ich es gar nicht kenne, dann ist es etwas, was wir sowieso erst noch finden müssen. Logischerweise. Ich meine, die Erklärung war jetzt gerade völlig sinnlos, aber... Bouillabaisse. Dann darf ich gerne korrigieren, wie man es richtig aussprechen muss. Excellent! We did it! We did it! Krabbenbischk? Das kann ich jedenfalls nicht aussprechen, nicht vernünftig zumindest. Ah, wenigstens halt mehrere Versuche dafür. Ah, schwerste Minispiel. Nice. Gott sei Dank. Man hat mich, ich meine, man sieht mich nicht, aber man würde mich nie so angespannt sehen. Nicht mal, wenn ich Nioh spiele oder sowas. Wie in dem Moment, wo ich ein Ei aufschlagen muss in Kingdom Hearts 3. Hummermus plus. Ich meine, gut, es war alles plus, aber... Wunderbar. Es fehlen also noch 2 Gerichte hier. 3 Gerichte hier, habe ich doch gesagt. Die Chance ist groß, dass es im Prinzip nur das Item ist, was wir in der nächsten Welt kriegen von dem Pudding. Aber die normale Karte haben wir schon mal fertig. Die Extra-Karte dauert noch einen kurzen Moment. Aber hey, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir in die neue Welt und damit die letzte richtige normale Welt aufbrechen. Bis zum nächsten Mal.